Hallo, ihr Quirlinge! Nokori und ihre Gefährten sind unterwegs in der Elfenbeinzuflucht, sind einmal geradeaus reingestürmt und noch nicht hinten an der Rückwand des Dungeons angekommen. Deswegen stürmen wir geradeaus weiter. Allen voran Woljev. Hier haben wir einen kleinen Gang. Und eine Tür. Die ist sogar verschlossen. 85%, das geht. Yep. Oh, großer Raum. Komm mal rein. Zentimeter für Zentimeter. Okay, da sind welche. Die möchte ich ganz gern tendenziell hier durch diese Todesfalle locken. Und dazu muss ich die Todesfalle in eine Todesfalle verwandeln. Nokori, steh bitte da. Das ist klasse. Nokori, steh bitte dort. Achso, neue Aufnahmesession. Hier anschalten. Da anschalten. So. Land steht dort. Deran daneben. Soziel daneben. Ember. So. Borstel. Da. Eine Mieze dort und ein Wolf da. Haben wir sie alle. Jo, das ist so meine Idee. Wolf, du musst den Kampf eröffnen. Ach, die sind doch gar nicht feindlich. Dann passiert wohl noch was. Oh ja. Lehrer, das sind die Kreuzfahrer. Sie sind schon hier. Die Kommandantin ist selbst bei ihnen. Und ein anderer. Seid nicht so ein Feigling. Diese armseligen Primitivlinge sind hilflos angesichts der Macht von Xanthir, dem Plagenbringer. Hm, ganz bestimmt. Die Gestalt in der Robe dreht sich zu dem Kultisten um, der unwillkürlich einen Schritt zurückweicht und sich erschrocken die Hand vor den Mund hält. Unter der grauen Kapuze ist kein menschliches Gesicht, nur ein Schwarm surrender Heuschrecken. Hatte ich nicht gesagt, was mit dem nächsten Narren passiert, der es wagt, mich mit diesem entwürdigenden Namen anzusprechen? Okay, Xanthir der Plagenbringer ist für Xanthir den Plagenbringer ein entwürdigender Name. Bumm. Wuppdischupp. Wieso wisst ihr eigentlich, wo Wolf ist, ihr Heuschrecken, ha? Huh? Xanthir schüttelt einen seiner Ärmel. Ein kleiner Heuschreckenschwarm steigt daraus auf und kreist in den Kopf des Kultisten. Kreischend versucht er, die Insekten abzustreifen, die sich allerdings schon in seine Haut gebohrt und sein Gesicht in eine klaffende Wunde verwandelt haben. Der unglückselige Kultist schreit noch einige Sekunden lang verzweifelt weiter, ehe sein Leib buchstäblich explodiert, als die Heuschrecken aus ihm hervorbrechen. Du da, komm her! Wir haben immer noch Zeit, die Verwandlung abzuschließen. Er ruft einen Dämon zu sich, der sich den bedrohlichen Maschinen emsig nähert. Xanthir wendet sich seinen überlebenden Schülern zu. Und ihr, macht, was ich euch beigebracht habe. Versucht wenigstens dieses eine Mal, meine Anweisungen zu befolgen. Und sollte wieder jemandem ein Nahyndrian-Kristall herunterfallen, hat er sich sein grauenhaftes Schicksal selbst zuzuschreiben. So. Warten, bis sich der Heuschreckenschwarm von selbst auflöst. Das ist keine Option. Wenn wir hier andere Möglichkeiten haben. Die Heuschreckenmagie bannen. Gescheitert. Klasse. Eine 2. Läuft gut.
Erst als du wertvolle Zeit mit dem Versuch, die Barriere zu bannen, vergeudet hast, erkennst du, dass die Wand aus Heuschrecken selbst nicht magisch ist. Du kannst sie also nicht bannen wie einen gewöhnlichen Zauber. Die Heuschrecken, die aus dem Leib des Kultisten hervorbrechen, scheinen nur eine kurze Lebensspanne zu haben, da sie schon bald tot zu Boden fallen. Naja, immerhin. Wolli, haben sie dich gebissen? Oh, was machst du da? Der Dämon, der zu der Maschine gerufen wurde, heult vor Schmerz auf. Xantir Wang, beachte dich nicht. Er legt Kristalle in den Leib des Dämons und du spürst, wie sich der Dämon in etwas verwandelt. Etwas weit Schrecklicheres, als er bisher war. Der Dämon, an dem Xantirs Schüler arbeiten, schreit nicht. Er krächzt gequält und windet sich in seinen Fesseln. Funkelnde Kristalle schießen aus seinem grauenhaften Körper, genau wie die Heuschrecken kurz zuvor aus dem Leib des Kultisten. Narren! Ihr habt wieder alles ruiniert. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Verteidigt die Kammer, kämpft bis zum letzten Atemzug. Ist das nicht gut, was die gemacht haben? Weil du sagst, sie haben alles ruiniert. Und er geht einfach weg. Ja, klasse. Onkel Woljew, nee, Bruder Woljew. Weg da, das ist ein Befehl. Wobei, ich glaube, die haben dich auf dem Kieker, richtig? Weil sie dich gesehen haben. Dahin jetzt. Wir lassen die erstmal alle in die Falle laufen. Das heißt, eigentlich müssen wir mit allen meinen Helden warten, bis alle der Gegner dran waren. Feuerball. Sack. Ja, es war ein Feuerball. Okay. Das ist nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Abwappen. Abwarten. Nokori, wir brauchen Energie widerstehen gegen Feuer offensichtlich. Das erwischt alle. So. Warten. Ebenfalls warten. Auch du. Auch du. Der Frog hat gar nichts gemacht. So, jetzt sind wir dran. Sie sind doch nicht so in der Falle, wie ich das gedacht habe, aber immerhin. Jetzt sind erstmal die Fernkämpfer dran. Zu denen theoretisch auch derer angehört. Heiliger Schlag. Ich sehe nicht, wie weit es geht. Okay, den könnte ich erwischen. Ah, der Radius ist ja ganz groß. Also recht groß. Das passt doch dann eigentlich. Muss ich das auf einen
Kräften auf einen Gegner konzentrieren. Dann ist es der da. Nochmal. Schaden bei Borstel. Ja, der Schaden hielt sich jetzt aber echt in Grenzen. Trotzdem danke. Lan. Ja, mit Kernschuss triffst du den nicht mehr. Der geht gerade noch so. RK30. RK27. Erstmal gucken, was die anderen machen können. Soziel. Flammender Schlag. Muss reinlaufen, nicht gut. Hier, aber auf die Insekten ist das ziemlich gut, denke ich. Aber mach so, dass der Navaso auch was davon abhat. Naja. Wobei doch, der Schwarm ist gut angegart worden. Ja, doch. Ja, ordentlich. Dankeschön. Ember sagt, das kann ich besser, das kann ich besser, das kann ich besser. Nee, dann ja, machen wir das so. Muss da laufen? Nee. Haha. Meine Falle wird zu einer Falle. So habe ich mir das vorgestellt. Die Heuschreckenschwärme sind schon mal weg. So, du kannst noch röhren. Ah, auch gut. Okay, Wenn wir Wurzel aus dem Weg schaffen, könnte man sogar einen Sturmangriff machen. Auf den da. Ach, das geht jetzt sogar auch. Ah, verstehe. Oh, soll ich das wagen? Die Mieze kennt keinen Schmerz. Ja, na, war so down. Der da. Da ist keiner mehr. Ja, dann der da. Na, eins! Ja, dann geht Borstel aber jetzt hier direkt komplett rein. Ja, ja, ihr trifft den sowieso nicht. Und Lan, du nimmst den hier aufs Korn. Geht das mit Kernschuss? Jo. Okay, haben wir doch schon mal ziemlich geholzt. Nächste Runde. Onkel Woljew ist dran. Oder vielmehr Bruder Woljew, wie er sich selber nennt. Ich weiß gerade nicht, was ich mit ihm machen soll. Der Kampf verlagert sich jetzt doch in die Halle hinein. Überlege ich mir noch. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, toll. Bewegungsfreiheit könnten wir jetzt brauchen.
Blitz vielleicht eher. Ja, ein Blitz ist vielleicht gar nicht schlecht. Tut mir leid, ihr Tierchen. Okay, Bogenschütze down. Oh, wir haben die jetzt Bossel gekillt. Ach, hier durch so einen scheiß Zauber. Na gut. Kommt vor. Ich hab ja Tiergefährten wieder aufrichten. Das ist alles nicht so schlimm. Gefällt mir trotzdem nicht. Der ist irgendwie zu blöd. Ich würde ja fast sagen... Sagt, Kampf ist mir eine Hast wert. Aber ihr könnt sowieso nicht. Egal, mach. Nee, auf dich. So. Geh mal dahin, da sollten sie dich eigentlich nicht gut sehen. Ein Spiegel wird weg. Immerhin. So, dann. Ja, ich muss mal ein bisschen jetzt mehr mich rein verlagern. Mit Hast geht das ja. Das ist dann auch außerhalb des komischen Phantomnetzes. In dem Ember gefangen ist. Super. Die kann gar nichts machen. Feuerball. Kontrollierter Feuerball. Das macht zu wenig Schaden. Das lohnt sich nicht. Es sind eh nur zwei und dann... Wobei, der eine ist fast down jetzt. Aibu, kannst du den greifen? Röhren kannst du nicht. Ja, wäre ein Glück gewesen, wenn du den richtigen triffst. Mieze! Irgendwer muss ich den da krallen. Echt? Das geht jetzt nicht. Galfried, du bist festgesteckt. Das ist doch alles scheiße. Bewegungsfreiheit wäre toll. Und ist auch toll. Galfried. Es geht nicht. Wieder nur ein Spiegelbild getroffen. Lan. Ah, ich hätte Bewegungsfreiheit auf Lan machen sollen. KI-Schritt. Achso, ich mach das aus, natürlich. Hä? Wieso kannst du den nicht angreifen? Das ist zu weit weg, ehrlich? Da möchte keiner dahin. Dahin. Naja, dann halt dahin. Das heißt, Ziel ist ungültig. Macht es jetzt endlich. Hier auf diesem blöden Netz raus? Ne, bin ich nicht. Ja, wieder ein Spiegelbild getroffen, klar.
Das war es egal. Abwarten. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier alle? Hallo? Also irgend so ein... Irgendwer ist gestorben. Der Schattendämon-Geweihter ist gestorben. Ja. Aber läuft ja eigentlich ganz gut. Wenn man es mal so sieht. Der ist ja kaum zu treffen. Was ist da das Problem? Ich sehe keine besonderen Schadensreduzierungen. Das ist wieder Betrug. Oder bist du gebufft? Bist du halt gedebufft, Voljev? Das sieht aber nicht so aus. Komisch. Soziel. Irgendwie macht jeder hier nur einen winzigen Schaden. Du kommst aus dem Phantomnetz gar nicht raus. Aibu. Schattenfang, du musst noch ein bisschen aushalten. Du machst aber guten Schaden. Lieber mal eine Heilung sprechen. Ne? Schattenfang darf nicht fallen. Wird auch nicht fallen. So, jetzt hier. Wo ist denn der Typ? Der da. Ja, weg mit dir. Lan ist auch zur Stelle. Der da noch. Oh, danke, Lan. Wollte gerade rumjammern und dann kam ein Crit wie aus dem Bilderbuch. Du kannst nichts tun. Was macht der eigentlich für ein... Ich kann das gar nicht erkennen. Was ist denn das? Blitzgeschoss. Okay. Ja, Blitz wäre jetzt halt gut. Jetzt haben wir auch an Voljevs Dolch. Oh, der ist auf 0. Kann sein, dass der jetzt... Der kann jetzt nicht mehr, ja. Das ist wieder so ein legendärer. Hm. Die kennen wir aus... Ach so, kannst du noch mal... Noch eins. Ey, Leute, ehrlich. Du kannst ja... Ich glaube... Ich glaube, Borstel ist schon zu lange tot, richtig? Nee, Grab noch nicht. Okay. Aibu. Ah nee, Borstel. Appel dich auf. Bleib da stehen, Aibu. Ran an den Speck. Wird nix. Schattenfang. Ist er jetzt weg oder ist er nicht weg? Warte mal. Deran. Hm. Galfried? Ach, der war noch zu treffen. Ist er nicht mehr zu treffen. Okay. Dann ist er wohl jetzt down. Zum ersten Mal.
Oh. Willkommen zurück unter den sich Bewegenden. Der macht nichts. Ja, du kannst auch nichts machen. Du kannst hinter ihn gehen. Zieh dich mal zurück, dass der dich jetzt gleich wieder angeht. Was war denn das? Moment. Was ist hier passiert? Galfried verursacht Schaden. Schattenfang verursacht Schaden. Er heilt sich um 308 Punkte. Wolje verursacht Konstitutionsschaden. Das ist gut. Schattenfang verursacht Schaden. Wolje Stärke Schaden. Und so, ja. Und dann 50 Schaden auf Schattenfang. Mhm. Ja, jetzt machen wir dich platt. Ja, guck mal, wie das fluppt hier. Das fluppt überhaupt nicht. Ey. Ja. So fluppt das. Sammelt's Eich. Och, Wurstel. Oje, oje, oje. So, ich werde erstmal. Was haben wir denn hier? Gut, Tierchen. Da lohnt sich mal eine von deren. So, um eine Basis zu haben. Schattenfang und Borstel brauchen ganz dringend Zuwendung. Es war gar nicht so einfach hier, diese Gegnergruppe. Ja. Ich nutze diesen Zauberstab exzessiv an Borstel und an Schattenfang. So, das hat mächtig viele Ladungen gekostet und ich brauche neue Rindenhaut auf Borstel, denn der hat ja jetzt keine mehr. Und der braucht sie am meisten. Ah, so ein fieser Zauberschaden, ne? Da kann Borstel nicht viel dagegen tanken. Ne? Na gut, wir waren siegreich und Woljew schaut sich mal um. Truhe. Dämonenblut und Stirnreif der erwachten Weisheit plus 4. Wer braucht den? Den Stirnreif braucht. Den Stirnreif braucht. Das muss ich ihn finden. Hier. Ja, am ehesten Lan, weil Lan mit Weisheit schießt. Entsprechend hat er auch einen, aber einen schlechteren. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen einen Bonus bei Lan drauf. Hallo? Genau, einen Bonus bei Lan, richtig. Sehr gut. Jetzt habe ich zweimal erwachte Weisheit plus 2. Ich glaube, das braucht keiner. Nee, ich habe alle was Besseres. Gut, die können wir dann wohl verkaufen. Das ist langsam nicht mehr wirklich wichtig. Hat irgendjemand noch irgendeinen Debuff? Nö. Nö. Gut, weiter geht's, Woljew. Das nächste schöne Ding gefunden, bitte. Ein komplexes Gerät, das Technologie und Magie kombiniert. Die Ledergurte, mit denen die Opfer gefesselt wurden, wirken zerschlissen, als seien sie sehr häufig verwendet worden. Das sieht aus wie die Dinger, die wir in Arelu Vorleschs Labor gefunden haben. Sichel. Was war das? Ein Zauber, Seuchensturm, trübe Sicher, aber Stufe 7, das ist nichts für Woljew. Da ist was. Und ein ramponierter Schlüssel aus der Elfenbeinzuflucht. Trotz all seiner Risse und des vielen Rosts ist dieser Schlüssel immer noch brauchbar. Aha. Und hier? Eine blutverschmierte, verschlüsselte Notiz. Ein zerknülltes, blutgetränktes Stück Papier, auf dem nur noch ein paar Worte zu entziffern sind. Kammer Fürst. Darunter waren einmal 4 Symbole, aber nur die ersten 2 sind noch zu entziffern. Ein 6-zackiger Stern
und ein Dreieck. Warte mal. Dreieck haben wir in der großen Halle in der Mitte. Aber dort ist kein sechszackiger Stern, dort ist ein Sechseck. Ein Sechseck ist kein sechszackiger Stern. Aber das scheint was damit zu tun zu haben. Ich dachte mir ja schon, letzte Episode, dass wir da noch was finden werden. Und das scheint auch so zu sein. Ah, hier so eine Platte. Verstehe, verstehe, verstehe. Was ist das? Verschlossen. Muss da wieder jemand da drauf? Land, du stehst nebendran. Verschlossen. Oh, hier ist was. Ein Buch, Xantirwang, über das Wesen von Dämonen. Das würde ich mal auf die Liste der nächsten Bücherlesen-Episode setzen. Ah, hier. Hier ist noch so ein Ding. Geifercheck-Alarm. Schwierigkeitsgrad 31. Was gefunden? Da wieder so ein Fallenschalter in der Elfenbeinzuflucht. Ah, gleich noch ein. Schwierigkeitsgrad 28. Na dann. Passiert nichts. Passiert nichts. Na toll. Oh, Moment mal. Wahrnehmungswurf fehlgeschlagen. Nokori kommt dazu. Ah. Da ist noch was. Voljev, das hast du nicht gesehen. Oh. Ah ja, die Wand war ja auch so nackt. Stimmt. Eine kleine Lagerkammer. Mit ein paar Dietrichen und einem vielversprechend aussehenden Ring. Es ist der Ring Schreckenszerstörer. Und der tut was? Dieser Ring gewährt dem Träger einen Moralbonus von +4 auf Verwirrung und Furchteffekte. Misslingt der Rettungswurf des Trägers gegen einen der genannten Effekte, erhält der Träger nach dem Effekt bis zum Ende des Kampfes einen Bonus von +2 auf Rettungs- und Schadenswürfe. Okay. Das hat einen Anti-Furcht-Ring. Also Furcht war bisher nicht das Problem bei den Gegnern, die wir hier hatten, aber vielleicht kommt das ja noch. Dann denke ich garantiert nicht an den Ring, aber ich könnte es theoretisch. So, mehr habe ich hier nichts, nee. So, warte mal. Achso, Nokori, du stehst jetzt hier, geh mal da drauf. Das ist die zweite Platte. Geht jetzt die Tür hier auf? Oder die andere drüben? Verschlossen. Ah, so geht das. Aha. Und was ist mit der da? Müsste dafür auch auf den Platten stehen? Die geht einfach so auf. Okay. Ja, jetzt habe ich zwei Wege. Ich entscheide mich für den, wo die Kollegen schon stehen. Das ist ein Gang. Ist hier nicht auch Xantir, der Plagenbringer, langgelaufen? Es sah für mich so aus. Kommt mal alle da rein. Ah, da ist die nächste Tür. Xantir, ich folge dir. Oh, auch wieder recht groß. Oh je. Gut, die sind sofort feindlich. Das ist doch mal was anderes. Dann können wir ja mal auch den Trick aus Schwarzwasser anwenden, ne? Machen wir auch. Der Trick aus Schwarzwasser war der folgende. Der war, wie war denn der? Du dahin, du daneben,
Du dorthin. Na, du hier hinten hin. Nokori kann da noch hin. Susiel. So. Dann haben wir noch. Ja, Lan sollte da hinten bleiben, das ist richtig. Ember ebenfalls, auch Deran. Ja, und irgendjemand muss den Kampf eröffnen. Das kann ja Woljev machen. Macht das sogar gerne. Wir haben noch 9 Schneebälle. Wir müssen sowieso hier in diesem Gebiet rasten. Das geht gar nicht anders. Wilder Shia. Was bist du so wild, Shia? Ja. So, jetzt verdrück dich da ganz schnell. Okay, ihr seid ja alle gar nicht dran. Ja, gut, die Falle steht. Ich muss hier gar nichts tun. Du kannst noch ein bisschen näher kommen, tatsächlich. Aibu kann dahin. Dahin. So, Woljev ist zuerst dran, das ist gut. Du bist der Letzte der ersten Runde. So, jetzt haben die alle Woljev auf dem Kieker. Der läuft hier ängstmöglich an seinen Kollegen vorbei. Und die Falle ist gestellt. Oh, Primorak. Ey, was war denn das? Ach, ihr habt alle gar nicht genug Bewegungspunkte. Die Falle taugt überhaupt nichts. Ist nur für einer. Ein erwachsener Nabazu. Das ist ein toter Nabazu. Ja, lass mal noch die beiden anderen Ziegen dazukommen. War ja nach wie vor alle zu Woljev. Okay, da kam endlich mal ein Gelegenheits... Was bist denn du? Versklavte Seele, es kann nicht wahr sein. Ich will auf die zweite Ziege warten. Was ist denn da noch alles drin? So. Jetzt kannst du hier röhren aus vollen Lungen. Okay. Borstel, tut mir leid. Uiuiuiui, Tiffy, das hat aber echt reingehauen. Gut, der Nabazu war ja schon angezählt. Nokori. Das ist jetzt alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie ich mit dir vorgehen soll. Warten wir mal ab. Schattenfang, du kannst dem hier 5-mal eine watschen. Das überlebt er nicht. Der lebt nicht mal eine. Gut. Naja, so. Ich glaube, der gefährlichste ist der Kalawakus. Und er fällt um. Sehr gut. Ja, ein kontrollierter Feuerball ist doch jetzt auch nicht so schlecht. Ja, danke. Noch eine Ziege. Susiel. Du kannst ja nirgendwo... Aber stell dich mal dahin, weil der eine steht ja gleich auf. Da kannst du mithelfen. So, der liegt am Boden, das muss ich ausnutzen. Nokori. Schlägt ihn einfach tot. Woljev, die sind alle noch bei dir auf der Akro, oder? Achso, dich hatte ich auch. Hä, wieso bist du so langsam? Bist jetzt wankend. Ach ja, du hast dem Spruch widerstanden. Das heißt, du kannst jetzt gar nicht viel tun. Das ist der nette Effekt. Du hast den Kalawakus, was klar für Seelespruch
widerstanden. Okay. Dann hier. Das war noch nicht alle. Danke, Lan. Ah, ja, ja. Die Tür ist viel zu klein für dich. Klack, klack. Ich finde dieses Klack, klack so, so genial von diesen Viechern. Klack, klack. Okay, ja, das... Ach, der hat sich wieder spiegelisiert. Aber ich denke, wir stehen alles in allem recht günstig, um ihm die Spiegelbilder wegzubeißen. Kein Treffer, schade. Ah, Susiel, ob ich dich da jetzt dabei haben möchte. Naja, immerhin, du hast ihm mein Spiegelbild weggehauen. Borstel. Wieder eins weg. Nokori. Trefft ihn sogar und debufft ihn sehr gut. Aivu. Kommst nicht mehr ran. Naja, dann gehen wir da in die Ecke. Nächste Runde. Voljev. Das wird wahrscheinlich nichts. Warten wir mal ab. Das ist so die Geheimwaffe zum Schluss. Lan. Tja, der steht doof für dich. Aber du kannst auch ein Spiegelbild weghauen. Jetzt sehen wir ihn in aller Pracht. Und jetzt wird er sich einen aussuchen. Ich hoffe nicht Sosiel und ich hoffe nicht nur Cory. Schattenfang. Oh, das ist okay. Dann triffst du nicht. Aber der trifft nicht. Mann, was für ein Dämonenzoo. Voljev. Guck mal nach, nicht, dass er eine Falle ist. Wir glauben das zwar nicht, aber... Ach, das war wirklich ein Dämonengehege hier. Was ist denn das da? Ein Eisengolem. Alle mal rein. Erstmal checken. Ach, hier oben. Und da gibt es noch diese Schierhacken. Ja klar, Brezo hat ein bisschen was dabei an fiesen Zaubern. Hier geht's weiter. Und zwar nicht in einem engen Gang. Was sind wir eigentlich? Das ist hier noch so eine Ausmaße annimmt, hätte ich nicht gedacht. Ach, da geht's irgendwo hin. Da geht's nach draußen. Okay. Das ist wohl die Rampe, mit der sie hier irgendwelche Dämonen anfahren. Und ihr bewacht Eier. Aber nicht eure eigenen. Wie auch, ihr seid Golems. Ja. Was ist das? Von riesigen Zähnen abgenagte Knochen und von scharfen Klauen zerrissene Fleischklumpen liegen auf dem Boden. Die Überreste der Mahlzeit eines großen wütenden Monsters. Da ging es weiter. Voljev hat nichts entdeckt. Nokori, kann man mit denen irgendwie interagieren auf eine zivilisierte Art und Weise? Ja, kann man. Oder auch nicht. Steinerne Lippen. Wieso? Ein Eisengolem hat steinerne Lippen. Okay, na gut. Steinerne Lippen erscheinen auf dem reglosen Gesicht des Golems, als dieser lautstark verkündet. Eindringling geortet. Hey, Drache, wo steckst du? Komm zurück und kämpfe, wie es Lehrer Xanthir der Plagen... Brr, au! Der Golem macht ein Geräusch, als hätte ihm jemand auf den Hinterkopf geschlagen. Wie es Lehrer Xanthir der Plagenbringer befohlen hat. Sonst wird dein Gelege zerstört. Du hast den Drachen Devara, der deine Armee angegriffen hat, aufgespürt und getötet. Richtig? Ach, die haben Devara die Eier geklaut. Sowas. Und deran. Ich erkenne eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Metallköpfen dieser intellektuell hochentwickelten Kreaturen und den Metallköpfen vielerartiger Paladine und Kreuzfahrer. Die Golems schwingen über den Eiern am Boden synchron ihre Fäuste. Und Aivu stößt einen panischen Schrei aus. Hey, hört sofort auf damit.
In den Eiern sind Drachlinge. Sie werden bald schlüpfen. Legendenkunde Natur 28 dürfte klappen, die Eier genauer betrachten. Die Eier eines Wundwurms, die wohl bald schlüpfen werden. Hier haben wir eine Option, die man nur mit dem Legendenweg Azata wählen kann, deswegen wähle ich die. In den Eiern schlummerndes Leben wecken. Ach, das können wir, okay. Ich lasse euch keine ungeborenen Drachen töten. Ach, wie fährt er jetzt davon? Die Eier, aber dafür geht die Springmaus hin. Die Eier zittern. Auf der Schale bilden sich Risse und winzige Kreaturen, die aussehen, als bestünden sie aus lebendem Feuer, brechen aus den Eiern hervor. Dann huschen sie fröhlich zwitschernd davon. Die Fäuste der Golems fahren auf die jetzt leeren Schalen nieder. Nee, 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 ruft Aivo und schneidet Grimassen in Richtung der Golems. Alle zugewiesenen Ziele wurden abgeschlossen. Geplante Deaktivierung. Die Golems senken langsam die Hände und erstarren zu Statuen. Okay. Keine Ahnung, ob man sich mit Devara hätte einigen können auf irgendeine Weise noch. Gute Frage. Auf jeden Fall sind die Drachlinge davon gehüpft. Eisengolems. Voljev. Schau dir die Schalen mal näher an. Leere Eierschalen, aus denen die Drachenjungen geschlüpft sind. Ja, können wir da jetzt noch... Wir können doch gar nicht... Also, hier... Geht gar nicht. Die haben sich wirklich deaktiviert. Ich kann sie nicht angreifen. Na gut, dann gehe ich halt aber ganz hier in die Ecke rein. Ist aber auch nichts. Dann geht's wohl für uns, die wir jetzt die Drachen den Dämonen entrissen haben, die jungen Drachen. Dann geht's jetzt mit uns, mit unseren Heldis, wohl hier weiter durch diese Tür. Weil nach draußen möchte ich jetzt nicht. Auch wenn dieses draußen ein anderes draußen sein könnte, als dieses draußen ist. Weil, ja, wir haben dort ja nichts anderes gesehen. Es kann auch sein, dass wir direkt auf der Karte landen. Auf der Reisekarte. Das möchte ich jetzt aber gar nicht ausprobieren, denn wir haben hier unten noch genug zu tun. Bis da hinten geht ja irgendwas und wer weiß, wie tief es hier unten ist. Und damit ist die zweite Episode hier in der Elfenbeinzuflucht beendet. Es ist absehbar langsam, dass wir rankommen. Das ist sehr groß hier. Macht aber sehr viel Spaß und mit viel Spaß geht's hoffentlich weiter im nächsten Teil. Bis dahin!